133 Gold war das, glaube ich, ne? So. Ich bräuchte aber mal wieder Heiltränke. Ich glaube, ich gehe mal gleich kurz in die Stadt. Vom Schenki, vom Schnitzel Schenki. Schenkel, Schenkel, ja, vom Oberschenkel Schenki. Ah, nee, oder was? Nee, doch nicht. Wir gehen doch kurz doch trotzdem in die Stadt, um auch zu verkaufen, um zu identifizieren und so weiter. Oh, guck mal. Ach, wir waren wieder ein Mensch. Deswegen haben wir so wenig abgezogen. Wo ist denn der? So, wo ist denn der Decki? Bleibt ein Weilchen und hör zu. Sind so Energie? Energie? Ja, meine ich nicht. Korrekt. So. Gehen wir mal direkt verkaufen, die ollen Teile. Beim, wie ist der nochmal? Lazug. Ja, können wir machen. 10.000, ja. 1.000, ja. Reparieren, gut. Und weiter gucken. Schon Einhand, ne? Ne, Zweihand. Ja doch, Zweihand, okay. Zweihand. Nein, oh, jetzt habe ich das gekauft. Das sah voll aus Versehen. Scheiße, Mann. Mein ganzes Geld ausgegeben. Ach, egal. Komme ich wieder rein. 56.000? So wenig? Ich hatte immer 100.000, oder nicht? Na, egal. Ne, nichts Besonderes. 10 zu was? Okay. Wer verkauft nochmal Heiltränke? Die Maler, glaube ich. Die uns auch direkt am Anfang begrüßen wollte, aber die haben wir nicht reden lassen. So. Und wir sind auch schon fast ein Level up. Dann sind wir Level 26. Und dann noch ein Level und dann müssen wir anfangen. So, perfekter Diamant. Zist. Ach, guck an. Wir können endlich einen makellosen Schädel herstellen. Da ist er. Keine Fehler, der makellose Schädel. Und hat verdammt gute Eigenschaften. Die zeige ich sofort. So. In Waffen 3% abgesaugtes Leben pro Treffer, 3% abgesaugtes Mana pro Treffer. In Rüstung Mana regenerieren 12% und Leben wieder auffüllen 4. Helme das gleiche und Schilde Angreifer erleidet Schaden von 16. Korrekt. So. Da ist er, der Schenk, ich glaube auf der Karte. Ja, da ist er. Questlogbuch. Töten Sie Schenk den Aufseher. Ich so gerne. Ich glaube, das ist er, ne? Jo. Apropos, diese Schenks, die Aufseher, die gibt's später als ganz normale Viecher. Wie, boah, ist er gerade hell geworden oder kommt mir das nur so vor? Von jetzt auf gleich so verdammt hell. So, den Schenk, den kill ich ganz schnell. Und der, ne? Der Jelani könnte mir dabei ganz schön gut helfen. Wenn er den öfter mal hier vereisen würde oder die hinter mir, die mich gerade angreifen können. Wenn er schlau wäre. Na egal. So. Wir sehen ganz viele Kometen. Schleudern auf dem Platz, wo Schenk war. Das war genau hier übrigens. Wenn wir die jetzt anlocken würden oder so, dann könnten die auch mal sterben. Aber egal. Hat er denn fallen gelassen, der Schenk? So, und ein Gargoyle-Kopf hat auch noch fallen gelassen. So. Questlogbuch. Reden Sie mit Lazug, um Ihre Belohnung zu erhalten. Klar, Lazug. Da mache ich ja gerne. So. Dann gehen wir mal schnell zum Lazug und holen dann auch direkt mal unseren nächsten Quest. Aber erstmal schnell was identifizieren, damit wir auch beim Lazug direkt was verkaufen können. Guten Tag.
So, ey, übrigens, wenn ich gerade dran denke. Oh, habe ich jetzt gerade einen Heiltrank genommen? Na egal. Haben wir eigentlich schon. Wir haben schon was verzaubern lassen bei Charsley. Haben wir echt? Moment, da muss ich ganz kurz nachgucken. Gehen wir mal zurück ins erste Akt. So. Charsley. Oh, hallo. Krass. Was haben wir denn damals verzaubern lassen? Wusste ich gar nicht, dass wir es gemacht haben. Ich dachte, wir haben uns das mal ausnahmsweise aufgespart. Egal. Lazug. Cool, danke. Cool, danke. Lazug, wie viel wird schon Sockelfassung zu? So, ja, der hat irgendwie gesagt, ja, danke, bla bla, und dass wir jetzt eine Sockelfassung bei irgendeinem Gegenstand hinzufügen können. Auch hierbei zum Beispiel. Aber nur einen. Wenn ich jetzt also einen Gegenstand hätte, der schon zweimal gesockelt wäre, hätte der dann drei. Deswegen würde ich mir das sehr gut überlegen, ob ich das auch wirklich für immer behalte, einen Gegenstand, den ich dann hier mache, oder ob ich dann lieber warte, bis ich dann noch was hab. Erstmal verkaufen wir was, dann gucken, ob der was hat. Ja, verkaufen wir. Und ja, verkaufen wir. So, eine Zweihandwaffe. Die Socket ist, hat er sowas? Ne, hat er natürlich nicht. Hat er öfter sowas nicht. Dafür ist er bekannt, dass er sowas Gutes nicht hat. So, ja. So, Müllschaufel. Ne, das werden wir, denke ich mal. Obwohl. Ich kann da ja nicht nur Edelsteine reintun. Ich kann da ja auch. Was mache ich denn hier? So. Ich kann da ja auch Runen reintun und Schädel und Juwele. Da ist bestimmt mal Gutes bei. Guck ich mir mal eben durch. 5 plus 30 Feuerschaden. Guck mal, das ist schon was. 5 plus 30 Feuerschaden. Boah, das ist auch gut. Minus 25% Verteidigung. Kälte Schaden. 9 zu maximal Schaden. ...75% Schaden an Untote. Guck mal, so eine einfache It-Rune. Nee. Eldrune hat mehr als so eine, als ein perfekter Diamant. Hätte ich mir da vorher überlegen sollen. Ich war lieber den makellosen Rubin, obwohl, nee. Doch. Obwohl, ich könnte ja auch mal für Rüstung und so alles nachgucken. Jetzt gucke ich mir einfach mal alles durch, was so ab. Wegstoßung. Okay. Wegstoßung, ich überlege gerade. 50% Angriffswert und 1 zu Lichtradius? Nee. Ja, ist das gleiche. wie. Hatte ich das nicht schon mal? Komisch. Da. 13 Stärke, 13 Energie, da sind so maximalen Schaden. Blitzwiderstand. 1 zu Energie. Feuerschaden, Blitzschaden, 100 Giftschaden, Dauer 7 Sekunden. Das ist auch was. 100 Giftschaden. Talrune, wie viel hat die nochmal? Die hat auch 45 Giftschaden, glaube ich, ne? Oder war das mehr? Drei zu Stärke, 6 zu Stärke, 10 zu Geschicklichkeit, das wäre auch was. Wenn ich einfach so hier reintun würde, hätte ich direkt 10 zu Geschicklichkeit, das wären dann 75, Aber behalte ich diesen Plattenharnisch auch für immer? Für diesen Akt? Ich glaube schon, ne? Das ist relativ gut. Ja, komm, wir müssen auch mal riskieren. Machen wir mal. Dann machen wir einfach mal. Ja, bitte. Danke. Guck mal, wie wir aussehen übrigens ohne Rüstung. Dann klang. So, gesockelt einmal. Dann tun wir jetzt diesen perfekten Smaragd da rein und haben eine leicht grüne Rüstung übrigens. Oder auch nicht. Jedenfalls haben wir jetzt mit einem perfekten Smaragd 10 zu Geschicklichkeit. 75. Super gut.
Und jo, 75, was will man mehr bei Geschicklichkeit? Ist super gut. Mach mal weiter. Übrigens, ich guck mal, wie viel Uhr. Wir haben jetzt 30 Minuten, nehmen wir schon auf. Naja, schon, ist nur gut, ne? Nehmen wir gerade mal auf. Und dann machen wir einfach mal weiter. Jetzt müsste ich auch noch verdammt viel schneller sein. Ach, haben wir überhaupt schon nächstes Quest? Ne, ne? Komm, gehen wir nochmal schnell in die Stadt. Ich glaube, die Maler hat das nächste Quest. Ne, der Quarkeck. Quarkeck. Okay. Okay. Danke. Finden Sie die Soldaten im Eishochland? Ja, wie gesagt, ein paar Soldaten sind im Eishochland gefangen gehalten worden. Und die müssen wir befreien. Das sind 15 Stück, ne? Ja, steht hier nicht. Egal, auf jeden Fall 15 Stück. Wir gehen erstmal diese riesige Treppe hoch, die zum Eishochland führt. Hier musst du dann... Da. So. Hier müsste, glaube ich, auch direkt am Anfang ja so ein besonderer sein. Wollte ich gerade sagen. Da. Eldritch, der Richter. Und wir sehen im Hintergrund ein besonderes Viech, das gerade Feuer auf uns speit. Auf einem Dinosaurier sitzen, so ein Goblin. Was das ist, das sehen wir jetzt. Das ist ein Zerquetscher. Auf den normalerweise kein Goblin sitzt. Die können das aber machen. Und ja, dann sind die halt so stark, ne? Die Dämonen-Halunken hier, ne? Die Halunken. Warte, von großen Zauber. So. Warum sind die so stark? Gut, dass wir nicht die Waffe da gesockelt haben, weil die werde ich auf jeden Fall austauschen. Auch wenn die 25 so Stärke macht. So. Starker. Nee, kein Mana-Trank. Entschuldigung. Starker Heiltrank. Nee, kein Mana-Trank, wie gesagt. Haltung, Haltung, Haltung. So, tschüss. Neue Fertigkeit. Und das hier so. Ja, das sieht gut aus. Gestaltwandel. Habe ich jetzt schon auf 20. Ich weiß gar nicht, ob ich das noch ein Hörskillen kann. Probiere ich einfach mal gleich. Aber stattdessen überlege ich gerade. Also 1, 2 und auf 30 kann ich das hier lernen. Und dann muss ich das auf 29 haben. 1, 2, 2 von 27. Ne, ein Level lang. 21. Tatsächlich, ich wusste gar nicht, dass man es höher als 20 skillen kann. Aber ist dann wohl so. Naja, dann töten wir mal einfach die hier. Und machen wir kurz weiter. So, und Kältewiderstand. Können wir eigentlich so gut wie gar nicht gebrauchen, sondern eher Feuerwiderstand. Von dem haben wir 68 auch nur. Na egal. Diese Dämonen-Halunken können, wie ihr bestimmt bemerkt habt, sich teleportieren. Und sind dadurch ziemlich nervig. Aber dafür haben die auch sehr wenig Leben. So, da, wer ist das denn? Ach, guck mal, da flitzt direkt schon wieder auf so einen dummen Zerquetscher. Den werden wir jetzt direkt töten. So. Warum war der denn da? Na egal. Die Türme, Festungen, das alles zerstören. Das ist eine richtige... Das ist wie in Skyrim schon, wo wir langsam sind. Obwohl Skyrim eher Diablo wäre, wenn man es genau nimmt. Und gehen wir mal einfach weiter. Oder Oblivion. Oder Morrowind. Egal, just saying. So. So. Ich freue mich schon, wenn wir endlich mal Fähigkeiten benutzen. Boah, was war das denn jetzt? Da war so ein riesiges Erdbeben auf einmal. Oh ne, jetzt hat so ein Kobold wieder auf diesen dummen Zerquetscher gechillt. Die geben aber ganz gut EP, glaube ich. Guck ich mal schnell. Ja, die geben ganz gut EP. Egal, wir suchen mal schnell die Soldaten im Eishochland. Ja, boah, diese Kobolde, ne, diese Kobolde. Quetscher darf, muss sterben. Ja, Jelani, mach doch was. Oh, Fisch.
Na egal. Hab so einen Hustreiz gerade. Ich würde gerne husten. Meine Augen drehen sogar schon. Wie viel Uhr haben wir denn, dass ich so müde bin? Habe ich auch gerade, glaube ich, schon gesagt, ne? 18 Uhr. Boah, bin ich müde. Ich muss langsam ins Bett, ne? Der Sandmann fängt auch gleich an, glaube ich. So. Oh, da hat schon wieder einer drauf teleportiert. Wie viele gibt es denn hier? Wusste ich gar nicht, dass es so viele auf einmal gibt. Auf einmal. Seit ein paar Jahren, ne? So. Boah, irgendwie da war mir gerade voll schwindelig. Weiß auch nicht warum. Egal, wir töten mal einfach weiter. Und suchen dabei diese coolen Eissoldaten. Junge, der hat eben gerade gemacht. Indem der einmal so aufgestampft hat. Krankes Viech. Boah, die hier müssen wir erstmal töten. Die nerven ein. Nein, bevor jemand auf den drauf geht. So, jetzt habe ich endlich gehustet. Könnte nichts dagegen machen. Ein Kriegsschwert. Nee, nehmen wir aber nicht. So. Wir sehen, wir können hier ins Abaddon. Lord Abaddon. Egal, wir können hier in ein Portal namens Abaddon. Und dort ist nichts so Besonderes. Also da müssen wir nicht rein. Wir sehen, da würden wir theoretisch da unten hingehen. So wie die Hölle ist das ungefähr da unten. Aber ich würde mich gerne gerade erstmal aufs Quest konzentrieren, weil da drin sind natürlich keine Soldaten. Höchstens so eine nicht gerade sehr wichtige Kiste, wo so ein paar Items sind, die wir sowieso nicht anziehen werden. Höchstens wegschmeißen, nur verkaufen. Also lohnt sich nicht. Und ein bisschen EP. Boah, der hat mich gerade unnormal an Digimon Sky Greymon erinnert. Oder Metall Greymon. Mit Viecher als Zerquetscher. Als ich ihn gerade noch so im Augenwinkel gesehen habe. Weiß nicht, ob ihr die Serie kennt oder geguckt habt früher. Dann kennt ihr ihn bestimmt. Ah, da sehen wir wieder so ein Shanky. Scharfzahnschlechter. Das ist auch wieder so ein besonderes Viech. Wir sehen, die kommen hier auf jeden Fall viel öfter vor. Würde ich gerne töten. Aber irgendwie töten die mich gerade. Ach so, weil ich kein Werwolf bin. Glaube ich. Oder auch nicht. Oder weil die einfach zu stark sind. Das kann auch sein. Die sind gerade nämlich verdammt stark irgendwie. Oh, was ist das? Ein Kampf. Na, ich dachte schon. Zu zwei nicht. Jo, zwei nicht. Ja, behalten wir einfach mal. Ist auch noch gelb. Was, Mann? Was? Was? So, dann töten wir mal diesen besonderes Viech. Ah, wir sehen, da sind ein paar Soldaten eingekettet. Da über dem Scharfzahnschlechter sehen wir ein paar Barbaren in einem Sperrkäfig oder was das sein soll. Die befreien wir jetzt natürlich. Nachdem der hier dran glitten hat, glitten. Auch gut dran geglaubt hat, was für dran gelitten. So. So, starker Heiltrank. So. Befreien Sie die Soldaten. Machen wir mal. So, Uni, machen irgendwie ein Stadtportal, das die natürlich nur da draußen benutzen können. Nicht hier drin. Na egal. Wir sehen noch 10 Soldaten im Eishochland. Da sind immer jeweils 5 Stück drin. Und auf der Karte sind halt so weiße Zäune. Also nicht schwer zu übersehen. Boah. Machen wir erstmal diese verbarrikadierten Türme kaputt. Damit die da uns nicht so auf die Nerven gehen. Und die Katapulte am besten natürlich auch. So. Oh, und das sind Hütten, wo diese Viecher auch noch rauskommen. Boah, nee, ich wollte den gerade töten, bevor jemand auf den drauf springt, ey. So, da hat er einen kleinen Stampf eingelegt. Ein kleines Bäuerchen gemacht. Was war das denn? Der hat er gemacht? Respekt.
Na egal. Ich glaube, hier oben müssen welche sein, weil da so eine Fackel auffällig ist.